Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Friends, vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank erstmal für den ganzen Support in den letzten Wochen. Kuss an euch alle dafür. Ich freue mich sehr über die ganzen Kommentare, über die Daumen nach oben und die ganzen Insta-DMs oder whatever. Ich sehe auf jeden Fall alles, deswegen dicken Kuss dafür. Jetzt haben wir was Neues von Art mit Cabrio-Dach. Produziert ist das Ganze von A-Side und ich bin sehr gespannt. Bei Art ist es bei mir so ein bisschen aktuell noch, es ist so ein Hit-or-Miss-Ding. So 50-50. Manche Songs fühle ich gar nicht so sehr von ihm, weil die mir ein bisschen zu ruhig, zu entspannt vielleicht sind. Manche Songs fühle ich umso mehr. Ich denke, die klassischen irgendwie wie Belgisches Viertel oder Winterjacke mag ich sehr gerne. Nebel hat mir auch gut gefallen. Das neue mit Vanessa Mai. Aber dazwischen waren noch einige Songs, wo ich echt irgendwie nicht so gehuckt war, wo ich nicht so super von überzeugt war. Deswegen bin ich jetzt aber umso gespannter bei Cabrio Dach. Hören wir zusammen rein, Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren, keine Ahnung, wann dieses Video online kommt, Mittwoch oder so. Und ja, Mann, ich freue mich drauf, wir hören rein. Let's go. Ich muss aber auch noch dicke Props sagen, was er aus sich gemacht hat, was die bei dem Label 23 Hours machen. Das ist richtig, oder? 23 Hours? Ja. Das ist sehr, sehr krass, was die da hochgezogen haben. Shoutouts. Baby, du weißt ganz genau was, was ich heute Abend mit dir mach. Ey, ja, schließ das Cabrio-Dach, fahr mit 20 km/h durch die Nacht und... Ja, die Stimmlage gefällt mir nicht so super. Das war, glaube ich, so dieses Hit-or-Miss-Ding, weil ich mit seiner Stimme ab und zu Problems hatte. Gefällt mir nicht so super vom allerersten Eindruck her. Schließ das Cabrio-Dach, fahr mit 20 km/h durch die Nacht und du sagst, du willst was nehmen und... Boah, aber okay, cooler Flow. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil da ist irgendein kleiner Effekt auf der Stimme drauf und Art hat ja eine sehr, sehr tiefe Stimme, die ich gerne mag. Und wenn es dann so ein bisschen höher geht, hört es sich vielleicht einfach auch ein bisschen ungewohnt und komisch an. Ey, manchmal frag ich mich, ist das real? Fahre durch die Nacht und drück auf das Pedal. Ey, früher war ich dir vielleicht egal, doch du weißt, heute bist du meine zweite Wahl. Denn ab heute läuft es anders, rauch ein Shirt mit wenig Tabak. Falsche Freunde waren Standard, doch es ist nicht mehr wie damals. Der Flow gefällt mir auch wieder gut. Der Part davor, den Teil davor fand ich nicht so gut. Schwer zu sagen. Läuft es anders, rauch ein Shirt mit wenig Tabak. Falsche Freunde waren Standard, doch es ist nicht mehr wie damals. Jeder Song im Studio ballert. Jetzt sitzt du neben mir. Noch ein Song und ich weiß, dass du dich verlierst. Ja, ich finde ehrlich, seine Stimme hört sich hier slightly weird an irgendwie. Baby, du weißt ganz genau was. Auch hier so im Teil. Was ich heute Abend mit dir mach, ey, schließ das Cabrio. Von der Melodie her aber nice, das können die, das kann er auch sehr, sehr gut. Also diese Melodien bei seinen Songs sind sehr, sehr catchy, sehr einprägsam. Was ich heute Abend mit dir mach, ey, ja, schließ das Cabrio-Dach, fahr mit 20 km/h durch die Nacht und... Bleibt auf jeden Fall im Kopf. Du sagst, du willst was nehmen und die Zeit bleibt um uns stehen. Baby, sag mir, was du grad mit mir machst. Bist du überhaupt real oder wer? Ja, die Stimme ist halt ungewohnt und klingt für mich auch ein bisschen komisch irgendwie, nicht so passend. Manchmal frag ich mich, was du machst mit mir, nachts um 4. Ich dreh auf, lass den Bass vibrieren. Du hast meine Nerven strapaziert, ja, aber lass zu dir fahren. Mach dich nackt vor mir, ja, sag was kann. Auch irgendwie komisch zu sagen, lass zu dir fahren, mach mich nackt vor dir, Mach dich nackt von mir so rum. Ja, ey, sag, was kann passieren. Also das würde man so nicht sagen. Mach dich nackt. So. Mach dich nackt von mir. Also man würde so sagen, zieh dich aus von mir irgendwie oder so, wisst ihr? Ja, und jetzt liegst du neben mir. Noch ein Song und ich weiß, dass du dich verlierst. Ja, ey, baby, du weißt ganz genau was. Das an sich, das gefällt mir so. Vom Text her, vom Flow her, von der Melodie und so her. Aber von der Stimme jetzt leider nicht so der Moment in der Hook. Was ich heute Abend mit dir mach, ey, ja, schließ das Cabrio-Dach, fahr mit 20 km/h durch die Nacht und du sagst, du willst was nehmen und die Zeit bleibt um uns stehen. Dazu aber auch sagen, allgemein, der Song hebt sich schon ab von denen, die Art bis jetzt gemacht hat in der Richtung. Aber für mich leider eher ein Miss als ein Hit. Baby, sag mir, was du grad mit mir machst. Bist du überhaupt real? Video technisch aber wieder sehr cool gemacht.
das muss man sagen. Musikvideos, auch immer von Daniel Slotin halt. Das mit Eugen zusammen, glaube ich, gemacht. Also Musikvideo technisch immer sehr, sehr strong. Ich werde euch auf jeden Fall die Albumbox in die Beschreibung hauen, wenn ihr euch die gönnen wollt. Es sind Rubinroter Wein war auch so strong, stimmt. Also er macht schon sehr, sehr gute Songs auf jeden Fall, die mir auch persönlich zusagen. Aber das war für mich jetzt leider eher weniger was. Also Stimme nicht so mein Fall, hat sich sehr komisch angehört, zu hoch, komischer Effekt irgendwie drauf. Dann textlich ein, zwei Sachen, wo ich, weiß nicht, hatte ich anders von ihm so im Kopf. Und ja, war vom Aufbau her auch nicht so mein Favoriting. Also Bridge und Hook fand ich sehr gut, bloß von der Stimmlage halt her nicht. Und hier unter die Adlibs fand ich auch ein bisschen komisch gesetzt. Schade, nicht so meins, aber gut, das soll vorkommen. Musikvideo war sehr, sehr strong wieder, das können sie aber auch ultra gut, wie gesagt. Da habe ich bis jetzt bei jedem Musikvideo, gedacht, Digga, strong. Und, ansonsten, ich mag ihn sehr, sehr gerne und bin sehr gespannt, was noch so in Zukunft auf uns zukommen wird. Lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da. Wie fandet ihr es allgemein, Meinung zu Art oder aber auch zu dem Ding hier? Habt einen wunderschönen Tag, bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.